Wenn es um die Stromversorgung der Zukunft geht, dreht sich in Deutschland fast alles um Windkraft. Die oft gewaltigen Räder spielen bei der Energiewende eine Schlüsselrolle. Aber ausgerechnet jetzt scheint der Branche die Luft auszugehen. Viele Hersteller von Windkraftanlagen sind wirtschaftlich angeschlagen. Außerdem herrscht Flaute beim Ausbau an Land. Die Windkraftverbände fordern jetzt mehr Unterstützung durch die Politik. Der Windenergieausbau an Land liegt momentan etwa auf Vorjahresniveau und damit deutlich hinter den Ausbauzielen der Bundesregierung. Für den Bundesverband Windenergie ein Alarmsignal. Wir bewegen uns derzeit nur auf einem Niveau von 20% der Zielsetzung der Bundesregierung. Das heißt, die Maßnahmen zur Flächenbereitstellung und zur Beschleunigung der Genehmigungsverfahren sind von entscheidender Bedeutung und sie müssen schnell kommen. Der Aufwärtstrend bei Genehmigungen für Windräder scheint gestoppt. 2019 wurden Anlagen mit einer Leistungsfähigkeit von gut 2000 Megawatt genehmigt, 2020 mehr als 3000 und 2021 sogar knapp 4200 Megawatt. Im ersten Halbjahr 2022 waren es nur knapp über 1500 Megawatt. Kurzfristig müssen deutlich mehr Genehmigungen erteilt werden. Es müssen also Flächen ausgewiesen werden und diese Genehmigungen dann schnell kommen. Dann muss es aber auch für die Errichtung weitere Verbesserungen geben. Ein Beispiel ist, wir brauchen Transportgenehmigungen. Und das muss schnell und einfach funktionieren, damit dann auch das Material an die Baustelle kommt. Schnell und einfach läuft der Ausbau derzeit nämlich nicht. Genehmigungsverfahren für Windräder dauern heute deutlich länger als noch vor 5 Jahren.